Moin und Servus zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt's mal wieder etwas ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar habe ich für euch die ultimativen Tipps in der Offensive. Viele von euch da draußen fragen nach Tipps, fragen mich immer wieder auch in den Streams. Hey, wie schießt du die Tore? Wie machst du das? Wie machst du das? Wie machst du es im Spielaufbau? Und ich habe einfach mal die wichtigsten Tipps für euch zusammengetan, um euch zu einem besseren Offensivspieler zu machen und dafür zu sorgen, damit ihr dann auch am Ende des Tages mehr Tore schießen werdet. Einige der Sachen werdet ihr schon kennen, vor allem wenn ihr ja schon das Spiel länger spielt. Viele von den Sachen kennt ihr aber vielleicht nicht. Es schauen natürlich auch viele Leute zu, die auch vielleicht die ersten Schritte gehen. Und ja, ich habe hier ein paar sehr, sehr wichtige Basics, also vor allem für die Leute, die ja noch nicht so ganz drin sind in dem Game, aber auch für die Leute, die denken, ja, ich bin eh schon gut. Ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen Tipp, den ihr nicht so auf dem Schirm hattet. Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, wenn ihr das Ganze feiert und es habt ihr in der Vergangenheit bis jetzt immer, lasst gerne ein Like da. Würde mich riesig freuen, wenn wir vielleicht die 500 Likes knacken. Wäre Ehre. Gerne natürlich noch ein Abo dalassen. Und vor allem, wenn ihr das Ganze auch für die Defensive haben wollt, also 10 Tipps für die Defensive, dann schreibt es gerne in die Kommentare und ja, lasst es mich wissen. Dann mache ich das Ganze auch für die Defensive. So, ich würde sagen, wir starten rein. 10 Tipps für die Offensive, um mehr Tore zu schießen, um einfach ja, besser zu sein. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1, nicht sprinten im Spielaufbau. Sprintknopf ist bei mir R2, bei euch wahrscheinlich auch, vielleicht R1. Nicht sprinten, das vergessen oft die Leute, dass es brutal riskant ist, wenn ihr im Spielaufbau sprintet. Damit sind Situationen gemeint mit dem Innenverteidiger oder auch mit dem Sechser. Benutzt dafür das R1-Dribbling, aber nicht den Sprintknopf. Sprinten ist für die Außenposition in der Offensive da, für die Stürmerposition hinter die Kette, aber nicht im Spielaufbau. Ihr werdet viel weniger Ballverluste haben, wenn ihr nicht sprintet im Spielaufbau. Tipp Nummer 2, und dieser Tipp ist essentiell. L1 und R1 benutzen im Offensivspiel. Mit L1 schickt ihr den Spieler in die Richtung, in die ihr schaut, in die Tiefe. Mit R1 holt ihr ihn euch zurück. Immer wieder mit einstreuen. Vor allem auf der Außenbahn, aber auch im Zentrum. Immer wieder den Gegner vor Entscheidungen stellen. Mit L1 schickt ihr den Spieler in die Tiefe, zieht den Verteidiger mit. Dadurch ergibt sich eventuell ein Raum oder der Gegner verteidigt es nicht und ihr könnt den Ball in die Tiefe spielen und euer Stürmer ist durch. Mit R1 sorgt ihr dafür, dass euer Mitspieler kurz kommt, damit ihr eine Anspielstation habt und das ist sehr, sehr wichtig, um aus engen, kleinen, schwierigen Situationen sich zu lösen. Mit R1 den Spieler ranholen, für Überzahl sorgen und dann ja rauskombinieren aus diesen Situationen. Also ganz, ganz wichtig, L1 und R1 benutzen. L1 schicken, R1 ranholen. Immer wieder, das braucht ihr in jedem Angriff. Auch ich benutze es in jedem einzelnen Angriff. Tipp Nummer 3. L2-Knopf benutzen bei der Ballannahme, um abzuschirmen und den Körper reinzustellen. Auch das vergessen sehr, sehr viele. Mache ich auch sehr, sehr häufig. Wenn ich den Ball ja in eine schwierige Situation reinspiele, wo viel Druck da ist, dann immer wieder auch L2 drücken, um den Ball für diese kurze Sekunde abzuschirmen und ja, eben keinen Ballverlust zu provozieren. Klappt sehr, sehr gut. Natürlich ist damit nicht gemeint, nach jeder Ballannahme immer direkt L2 drücken. Vor allem, wenn ihr keinen Gegnerkontakt habt, dann braucht ihr das nicht machen. Aber wenn ihr in eine Situation hereinpasst und da sind einfach viele Gegner drumherum, dann hilft euch der L2-Knopf, um abzuschirmen und dafür zu sorgen, dass man eben nicht den Ball verliert. Tipp Nummer 4, das R1-Dribbling trainieren. Das R1-Dribbling ist die Meta in EAFC 24. Ihr werdet niemals perfekt in der Offensive spielen, wenn ihr nicht das R1-Dribbling beherrscht. Jeder einzelne Spieler, der richtig gut in diesem Spiel ist, beherrscht auch das R1-Dribbling gut. Dazu habe ich ein ganz eigenes Video gemacht. Könnt ihr gerne abchecken. R1-Dribbling habe ich euch erklärt. Die Meta, in welchen Situationen. Und ja, auch das in jedem einzelnen Angriff bei mir vorhanden. Egal ob im Spielaufbau oder in der gegnerischen Box. Immer wieder R1-Dribbling extrem wichtig. Ansonsten werdet ihr deutlich schwächer sein als alle anderen, die das drauf haben. Tipp Nummer 5. Standards trainieren. Vor allem Ecken. Ecken sind dieses Jahr sehr, sehr gut. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um nach der Ecke ein Tor zu schießen. Ihr müsst mindestens 2 dieser Möglichkeiten drauf haben. Auch dafür habe ich ein Video schon hochgeladen zu meinem Ecken-Tutorial. Lernt das, trainiert das. Standards können nicht nur im echten Fußball, sondern auch in EAFC 24 entscheidend sein. Immer wieder, immer wieder. Ich mache zum Beispiel die Standards, wo ich kurz spiele,
und dann vom 16er Eck auf den zweiten Pfostenflanke. Oder ich spiele mit Griezmann kurz, spiele Griezmann dann wieder an und mache mit ihm den Trivella oder Finesse-Schuss. Also es gibt verschiedenste Varianten. Einfach mein YouTube-Video abchecken, aber auch gerne bei TikTok oder anderen YouTube-Videos mal ein bisschen gucken, was machen die anderen Pros. Trainiert das. Ihr müsst das drauf haben, ansonsten werdet ihr viel weniger Tore schießen. Dazu gehören natürlich auch Freistöße und Elfmeter. Elfmeter rate ich euch, die Bälle flach zu schießen, weil viele Torhüter, wenn sie verteidigen, immer noch sich hochhechten. Kennt man halt aus den letzten Jahren. Flach ist er mit einer höheren Wahrscheinlichkeit drin. Und Freistöße gibt es natürlich auch. Einige Optionen, um Tore zu schießen. Auch da einfach Videos gucken, Tutorials anschauen und trainieren. Dann werdet ihr viel mehr Tore schießen und das ist einfach essentiell fürs Offensivspiel. Tipp Nummer 6. Auf die Playstyles achten. Ihr müsst auf die Playstyles achten. Wen habt ihr in der Offensive? Welchen Playstyle haben meine Spieler? Habe ich einen Leao, einen Dembélé? Habe ich Sprinter, mit denen ich halt dann eben laufe? Habe ich einen Griezmann, mit dem ich vielleicht Finesse-Schüsse machen kann? Oder Trivella-Schüsse machen kann? Das müsst ihr auf dem Schirm haben. Jedes Mal, wenn ihr in der Offensive den Ball habt mit eurem Spieler, müsst ihr wissen, welche Playstyles hat mein Spieler? Was kann ich mit ihm machen? Und diese Playstyles müsst ihr ausnutzen. Macht mit Griezmann Finesse-Schüsse. Macht mit Leao Übersteiger und Sprintläufe. Ihr müsst das drauf haben und auch dann eben verwenden. Die Playstyles sind absolut die Meta in diesem Spiel. Dementsprechend nutzt die und vor allem lernt, welche Playstyles ihr auch habt. Tipp Nummer 7. Verschiedene Abschlüsse trainieren und drauf haben. Ihr müsst in EAFC mehrere Schüsse können. Es gibt nicht nur diesen einen Schuss, der immer reingeht. Es gibt verschiedene Varianten aus verschiedenen Situationen und verschiedenen Winkeln. Wir haben zum Beispiel den Finesse-Schuss nach einer Ballrolle, den Trivella-Schuss nach einer Ballrolle. Dazu habe ich ein Video gemacht. Wir haben Skill-Schüsse, zum Beispiel den Kroketta-Schuss. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Wir haben Fake-Shot, Schuss-Canceln. Extrem effektiv vor dem Torwart. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Diese Schüsse müsst ihr drauf haben. Natürlich im besten Fall auch grünes Time Finish irgendwann mal drauf haben. Aber ihr müsst einfach aus verschiedenen Winkeln, aus verschiedenen Situationen immer wieder mit euren Torschüssen gefährlich sein. Und es bringt nichts, wenn ihr jedes Mal Kreis drückt oder jedes Mal Finesse-Schuss macht. Ihr müsst aus den unterschiedlichen Situationen auch unterschiedliche Schüsse machen und dementsprechend müsst ihr die trainieren. Es gibt viele Schussvarianten, es gibt einen Powerschuss, es gibt einen Finesse-Schuss, Trivella-Schuss, Skill-Schuss, Shot-Cancel, verschiedenste Sachen, Schuss durch die Beine. Klappt auch sehr, sehr gut. Dazu wird auch noch ein Video kommen. Also ihr müsst das drauf haben und wenn ihr das beherrscht, dann seid ihr auch viel unberechenbarer für den Gegner. Ihr habt viele verschiedene Möglichkeiten, um zum Torerfolg zu kommen. Der Gegner weiß nicht, was er machen soll, wie er es verteidigen soll, weil ihr immer wieder eine neue Idee habt, neue Schüsse drauf habt. Dementsprechend holt euch dieses Repertoire an Schüssen. Dieses Jahr ist es sehr, sehr wichtig, weil verschiedene Abschlüsse in verschiedenen Situationen zum Torerfolg führen. Tipp Nummer 8. Mindestens 2 Main-Taktiken drauf haben. Es bringt nichts, wenn ihr nur eine Taktik habt und die ganze Zeit spielt. Es wird Spiele geben, wo ihr gegen den Gegner nicht so gut klarkommt und wo ihr einfach etwas ändern müsst. Dementsprechend habt immer 2 Main-Formationen auf dem Schirm. Bei mir ist es aktuell 4-2-2-2 und 4-4-2. Egal, was es bei euch ist, schaut euch gerne meine Taktik-Videos an. Egal, was es bei euch ist, ihr müsst 2 verschiedene Taktiken haben. Denn wenn es nicht läuft und ihr ändert die Taktik, dann wird der Gegner sich wieder neu drauf einstellen müssen. Und das ist die Chance für euch, um in der Offensive wieder Fuß zu fassen und vielleicht die Spiele zu drehen oder einfach besser reinzukommen. Dementsprechend fokussiert euch nicht nur auf eine Formation, ihr braucht unbedingt mindestens 2 Main-Formationen, mit denen ihr starten könnt, auf die ihr dann auch immer wechseln könnt. Wichtig dabei ist auch natürlich eine ständige Drucktaktik drauf zu haben. Das heißt, in Situationen, wo ihr hinten seid, 80. Minute, der Ball geht nicht ins Aus, ihr könnt nicht auf Pause drücken, dann müsst ihr schnell auf ständiger Druck schalten können. Deswegen in der sehr Offensiv-Taktik auch immer eine ständige Drucktaktik drauf haben. Ansonsten seid ihr nämlich aufgeschmissen und der Gegner kann die letzten 10 Ingame-Minuten einfach auf Zeit spielen und ihr werdet den Ball auf gar keinen Fall dann wieder bekommen. Deswegen ganz, ganz wichtig, unbedingt auch eine ständige Drucktaktik haben, auf sehr offensiv, auf die ihr immer hingehen könnt, wenn der Ball vor allem nicht ins Aus geht und ihr nicht wechseln könnt. Tipp Nummer 9, Chemistry Styles. Ganz, ganz wichtig in der Offensive, Chemistry Styles. Vor allem der Chemistry Style Hunter.
plus 3 Tempo, plus 3 Schuss. Der ist bei ganz, ganz vielen Spielern essentiell. Griezmann zum Beispiel oder Neymar oder auch Hansen. Die brauchen diesen Playstyle, ansonsten sind sie zu langsam und ansonsten ist der Schuss nicht gut genug. Aber ihr müsst unbedingt schauen, dass ihr bei euren Offensivspielern eben die Playstyles habt. Bei Spielern, die ja im Abschluss etwas schwächer sind oder im Tempo etwas schwächer sind, unbedingt Hunter. Es gibt natürlich aber auch andere Alternativen und schaut natürlich auch, dass ihr eure Offensivspieler auf 3 Chemie bekommt, weil nur dann wird der Chemistry Style auch optimal ausgeschöpft und ihr holt auch dann eben das maximale Tempo zum Beispiel oder Schuss aus dem Chemistry Style raus. Wenn ihr nur 2 oder 1 Chemie oder sogar 0 Chemie auf dem Spieler in der Offensive habt, dann bringt der Chemistry Style nicht so viel. Dementsprechend schaut, dass die Spieler auf 3 Chemie sind und schaut, dass ihr auch die richtigen Chemistry Styles verwendet. Ansonsten auch gerne Footbin dafür verwenden. Footbin zeigt immer an, welche Chemistry Styles am besten sind für die Spieler. Guckt da rein, orientiert euch daran, wenn ihr gar keinen Plan habt, und ansonsten nimmt Hunter. Tipp Nummer 10, benutzt die R1X-Pässe. Die R1X-Pässe sind unfassbar effektiv, vor allem im Spielaufbau, und sorgen dafür, dass ihr ja auch einen schnellen Spielaufbau forcieren könnt, damit ihr auch Linien mal überbrückt und nicht irgendwelche verhungerten Pässe spielt. Das Ganze natürlich auch von der Grundlinie. Wenn ihr nicht wisst, was ihr macht, macht einen R1X-Pass. Immer wieder klappt es. Immer wieder kommt der Ball scharf zum richtigen Mitspieler und der Gegner kann es nicht verteidigen. Also baut R1X-Pässe in euren Spielaufbau ein. Trainiert das Ganze, ist nicht so leicht, aber wenn ihr den Dreh raus habt, dann wisst ihr, aus welchen Winkeln, in welchen Situationen man das machen kann. Macht es am Anfang öfter, dann werdet ihr sehen, wo klappt es gut, wo hat es weniger gut geklappt. Aber ihr müsst es unbedingt drauf haben. Auch ich mache keinen Angriff ohne R1X-Pass. Dementsprechend ganz, ganz wichtig, R1X-Pässe drauf haben und trainieren und vor allem verwenden im Spielaufbau und in der Offensive. Ja, Freunde, das waren die 10 Tipps zur Offensive. Wenn ihr das Ganze beherrscht, wenn ihr das drauf habt, dann garantiere ich euch zu 100%, werdet ihr ein besseres Offensivspiel haben und vor allem dann auch am Ende des Tages mehr Tore schießen. Wenn ihr das Ganze für die Defensive auch haben wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, euer Fabius raus und ciao.